Ja, hier bin ich mal wieder. So, ich möchte mal erzählen, was so in der Welt abgeht. Alexa, schalte dich mal bitte aus. Hier in Deutschland. Ich möchte auch die Kinder warnen, ich möchte auch die Jugendlichen warnen und ich möchte überhaupt die Menschen warnen, weil sehr viel Schindluder getrieben wird. Also, man schenkt als Mutter ein Handy mit einer neuen Nummer von einer Vertragsfirma. Ich sag mal eins und eins. Und diese Nummer hätte ich sonst gar nicht festgestellt. Da war ein anderes Foto drinne bei WhatsApp und von meinem Kind die Nummer. Und da habe ich gedacht, ja, sag mal, was ist das denn? So, das ist ja nicht vom Püppi. So. Und jedenfalls habe ich den angeschrieben. Das war ein Mann, der da drinnen war. Ich weiß nicht, wie alt er war, 15 oder 16. Hab den angeschrieben und hatte aber ein. Ich sage, ich schalte jetzt die Polizei an, es reicht. Ja, das ist von meinem Kind die Nummer. Und dann hat er sich gemeldet. Der war aus Wiesbaden. Und schrie mich an, er hat schon 33 Jahre diese Nummer. Ich sage, das kann nicht sein, das ist von meinem Kind die Nummer. Nein, er hat schon 33 Jahre die Nummer. Er hat ein Geschäft und er wird die Nummer nicht ändern, weil alle seine Kunden diese Nummer haben. Ich habe gedacht, das kann echt nicht angehen. Ey, das kann nicht angehen. Und dann habe ich den gesperrt, natürlich bei WhatsApp, damit der nicht mehr da drin ist. Weil der meinen ganzen Status gesehen hat, meine Fotos gesehen hat, alles gesehen hat. Der hat mich praktisch benutzt für seine Zwecke. Das ist nämlich so. Wenn man eine alte Nummer hat, kann man die noch bei WhatsApp benutzen. Normalerweise, wenn man eine neue Telefonnummer hat, muss man die bei WhatsApp eingeben. Das kann man. Man kann auch die Chats behalten. Aber das hat er nicht gemacht. Der hat immer noch mit seiner Telefonnummer weiter telefoniert. Über WhatsApp angerufen, geschrieben. Und das Schlimme ist, die Kunden haben die ganze Zeit bei meinem Kind auf dem Handy angerufen. Das ist ja nochmal gar nicht alles. Dann hatte ich diese Nummer angerufen, wo die angerufen hatten. Da sagt sie, die hat nicht angerufen. Und jetzt streitet die die ganze Zeit mit mir. Die machen obszöne Sachen. Ich habe die Nummer gesperrt bei meinem Kind beim Handy. Aber die stöhnt da drauf rum. Perverse. Sag ich jetzt mal ganz einfach so, perverse. Und die Frau amüsiert sich noch, weil ich da auf den Anrufbeantworter gesprochen habe und gesagt habe, es ist nicht mehr ihre Nummer. Geben Sie bitte die Nummer, geben Sie die neue Nummer, weil die nicht aufhören. Diese ganze Sache, Kinnings, geht schon seit 5 Wochen. Seit 5 Wochen geht dieses Spiel, seit der Zeugnisausgabe. Ich habe gedacht, das kann nicht angehen. Wir können diese Nummer nicht nutzen, das funktioniert nicht. Und da habe ich gedacht, das ist die Krönung. Jetzt kommt das Schärfste. Dann habe ich eins und eins das geschrieben und gesagt. Dann haben die gesagt, wir geben Ihnen einen Tipp. Gehen Sie in Aldi, holen sich eine Prepaid-Karte. Das haben wir dann auch getan. Dann wird die Nummer von Ihrer Tochter geändert und sie bekommt eine neue Nummer. Gestern erhielt ich einen Anruf von eins und eins. Ja. Wir haben einen Fehler gemacht. Fehler kann ja jeder machen. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben eine Porträtierung gemacht, ne, von der Aldi-Nummer auf 1 und 1. Aber jetzt haben die meine Nummer weggemacht. Jetzt war das so, also ich sag, das war eine Katastrophe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was Eltern manchmal so durchmachen. Jetzt hatte ich meine Nummer, war heute Morgen weg. Und ich hatte natürlich dann die Aldi-Nummer. Da hat kein Internet funktioniert, da hat das im Bus nicht funktioniert. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Da hat nichts funktioniert. Ich konnte das Deutschland-Ticket nicht benutzen. Das kann ich sowieso nicht. Da erzähle ich jetzt auch mal gerade noch was zu. Und da habe ich gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt ist es so, habe ich wieder einen Anruf bekommen. Ich bin schon bald verzweifelt hier. Und jetzt hat die mir gesagt, ich sage, mein Kind braucht eine neue Nummer. Ja, aber das dauert jetzt hier 4, 5, 10 Tage so, nach dem Motto. Da habe ich gesagt, das kann er wohl nicht angehen. Ich glaube das jetzt hier nicht. So, dann hat sie wieder angerufen und dann hat sie gesagt, ja, wir können Ihre Nummer nicht mehr auf die Nummer. Ich sage, wie bitte, was wollen Sie jetzt? Ja, wir wollten ja, dass Sie jetzt die Nummer behalten.
die jetzt porträtiert wurde vom Aldi. Das geht aber nicht, sie kriegen wieder ihre alte Nummer. Leck mir am Arsch, habe ich gedacht. Wirklich wahr. Aber wie bekloppt kann man eigentlich sein? Ich habe gestern mit der Dings da telefoniert, hab ihr das gesagt. Mein Kind braucht eine neue Nummer, nicht ich. Jetzt hat die das wieder umporträtiert. Jetzt funktioniert das morgen früh wieder alles nicht. Da muss ich die SIM-Karte rausnehmen, weil die andere Nummer dann wieder funktioniert. Also, wisst ihr, da wird man blöde bei. Und dann kommt noch das Schärfste. Der Busfahrer heute von Nahbus. Ich habe ja eine Panzerglasfolie drauf. Die Panzerglasfolie hat man drauf, damit man das Gerät schützt, wenn es kaputt geht. So, dann geht es nicht gleich richtig kaputt, wenn es runterfällt. Das Nahbusgerät erkennt das nicht. Ich habe jedes Mal das Theater, aber ich sage euch, wo ich in Berlin war, da wurde es erkannt. Wo wir mit der Bahn gefahren sind, mit der Deutschen Bahn, da wurde es auch erkannt. Aber hier wird es nicht erkannt. An diesen Geräten. Da habe ich mit Nahbus telefoniert, mit einem Abo-Büro und dann hat sie gesagt, ja, die Busfahrer sind darauf hingewiesen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja nett, aber die streiten. Und heute Nachmittag hatte ich wieder einen Streit mit dem Busfahrer. Das haben auch alle Kinder mitgekriegt, ist mir auch wurscht, weil er das nicht anerkannt hat. Er hat nicht verstanden, dass nach dem Code, er wollte die Gültigkeit sehen. Der hat mich da angeschrien. Ich habe gesagt, ich möchte Ihre Dienstausweisnummer haben. Das könnt ihr übrigens fragen, wenn auch mal ein Busfahrer frech wird, geben Sie mir bitte Ihre Dienstausweisnummer. Das ist euer Recht. So, und die hat er mir natürlich nicht gegeben. Er wollte unbedingt die Gültigkeit sehen. Und das geht nicht. Wenn man dann ins Internet nicht reinkommt, dann funktioniert das nicht. Also ich überlege wirklich zu wechseln, weil in Lübeck ist es so, in Berlin ist es so übrigens, könnt ihr euch auch eine Karte bestellen. Da bekommt ihr eine Chipkarte. Da gibt es nicht mehr diese Probleme. Und Lübeck genau das Gleiche. Da bekommt ihr ein Papierticket zugesandt für 49 Euro. Und ab Januar eine Chipkarte. Da gibt es nicht mehr dieses Problem mit dem Handy. Weil ich habe echt die Faxen dicke. Ich war heute nur am Telefonieren. Ich wollte hier was tun zu Hause. Ich bin nicht dazu gekommen. Bei 1 und 1 habe ich ewig gesessen, eine Stunde, um durchzukommen. Und vor allem, es ist ja nicht unsere Schuld. Wenn die Nummer doppelt rausgegeben, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr macht einen neuen Vertrag mit einer Handynummer. Und da gibt es noch einen, der diese Nummer hat und benutzt sie in WhatsApp. Und nicht nur das, seine Kunden rufen dann immer wieder an. Das ist eine Frechheit, ist das. Also ich sage euch eins, ich verfluche dieses WhatsApp. Und ich verfluche auch diese Hausaufgabengruppen in WhatsApp. Und das wird auch nicht mehr geben, wenn, dann geht es über mich jetzt, aber nicht mehr über mein Kind. Ich habe die Faxen dicke.